Hoi, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einem Tipps- und Tricks-Video. Da hat uns Tati mal was vorbereitet. Tati? Ja, sag du halt jetzt. Genau, es geht um folgende Situation. Ich bin der Antispieler. Barisch ist der Antispieler und hat Rivalität draußen und Tati spielt sein Cosmo und hat Böshexe draußen. Also ich habe ein Psi. Rivalry sagt, ich darf zum Beispiel nur noch einen, wenn ich sie jetzt banische, dürfte ich nur noch einen Psi beschwören. Ja? Da mache ich den Effekt vom Psi-Hexe und könnte rein theoretisch jetzt nur die rufen. Ja? Die auch aber, Psi ist. Die auch Psi genau. Ist. Aber ich dürfte auch ihn hier rufen, weil ich habe ein Target auf der Hand, die das halt, sagt man, erlaubt. Genau, die mir das erlaubt. Ja? Also sprich, ich entferne sie, zeige dir die vor, okay. Kann aber ihn hier spielen. Genau. Jetzt erklären wir es euch genauer, warum das so ist. Und zwar geht es um Kosten und so weiter. Die liegt auf dem Feld, das heißt, er darf nur Psi kontrollieren. Kosten. Er zahlt die Kosten, erst jetzt kommt der Effekt. Der Effekt wäre, er hat ja ein Psi. Deswegen kann er sie entfernen. Genau. Aber, weil jetzt in dem Moment, nachdem die Kosten gezahlt wurden, nichts auf dem Feld ist, kann er einen anderen Typ beschwören. Das. Aber wir müssen sehen, ob es ein legaler Play war, weil er kann ja nicht zeigen. Deswegen muss er als Beweis die vorzeigen. Muss es vorzeigen. Ja. Man macht Effekt. Zeigt vor, genau. Oder man special ihn, zeigt er dann vor, wie das genau abläuft, wissen wir nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, um diesen Play so zu machen, brauchst du auf jeden Fall immer die Karte, die dafür benötigt wird. Ja. Genau. Das war jetzt unser Tipps und Tricks, ist immer besser. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch damit helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Video habt oder Anmerkungen oder Kommentare, dann sagt es und schreibt es in die Kommentare unten. Und ja. Danke euch. Sagst du nicht mehr leider. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.